geht es weiter mit Champions League-Kärtchen. Coole Sache. Cedric Kanté, Sidney Govou, Christoph Moritz und Alex, Starspieler von Spartak Moskau. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Mail Day Video. Ich habe hier heute ein Paket bekommen. Richtig, richtig cool. Dankeschön auf jeden Fall an. Wir werden es, hoffe ich, mal noch erfahren, weil hier steht leider kein Absender drauf. Hier vorne steht nur meine Adresse drauf. Und ich würde sagen, ich hole ganz kurz hier meine Schere und mache das Paket hier an der Seite auf. Und noch einmal umdrehen und hier an der Seite. Und dann müsste ich es eigentlich schon aufklappen können. Upsala, da habt ihr meine Adresse ganz kurz gesehen. Hier haben wir einen Brief und so viele Booster. Packs United Attacks Booster 16 Spezial 2.0. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Aber ich komme erstmal zum Brief, den... Das ganze Paket schiebe ich erstmal ganz kurz zur Seite. Darf vorgelesen werden. Packs United Best. Kowalski. So, da haben wir einen Brief. Den lese ich jetzt vor. Hey Dennis, ich gucke deine Videos schon ziemlich lange und sie unterhalten mich sehr, sehr cool. Freut mich, ich mag deine Art, wie du die Videos drehst und wie du dabei redest, da deine Stimme sehr angenehm ist. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf YouTube. Bleib so, wie du bist und mach das, was du für richtig hältst. Coole Worte hier auf jeden Fall von dir. Liebe Grüße, Pedro. Also jetzt weiß ich, von wem das Paket ist. Also Pedro, fettes, fettes Dankeschön an dich. Freut mich sehr und es geht noch weiter. Falls du es in einem Video öffnest, Grüße bitte. Okay. Ich kann es leider nicht lesen. So richtig. Das kann nicht wahr sein. Marit 89? Marit 89 und Little Burger? Jürgen? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier Marit 89 und ja, die ganze andere Schrift konnte ich perfekt lesen. Aber dann nach unten, falls du es in einem Video öffnest, grüße bitte Marit 69, ach 89 und ich kann es leider nicht lesen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du kannst ja, wenn du das Video siehst, Pedro, unten in die Kommentare schreiben, wen du grüßen wolltest. Auf jeden Fall Marit89. Ich denke mal, das sind zwei YouTube-Accounts. Ich weiß es nicht genau. Aber ich kann es mir so zusammenreimen. Aber eine Frage hätte ich noch. Wie kamst du zum Sammeln oder wie hast du angefangen? Liebe Grüße, Pedro. Das ist eigentlich ganz einfach. Früher hatte ich mit der Sticker-Serie begonnen, Bundesliga-Sticker-Serie, lass mich raten, 2003, 2004, ich glaube das Ganze noch damals von Panini. Heute gibt es ja die Bundesliga-Sticker von Topps. Ja, damit habe ich angefangen, habe ich die Sticker gesammelt, eigentlich in den ersten Jahren so wirklich, wo ich glaube da war ich 2003, 2008, so 7, 8 im Jahre alt. Habe ich da halt mit Sticker angefangen zu sammeln und dann immer mit den Jahren weiter gesammelt. WM 2006 natürlich, die Sticker davon von Panini. Dann kam, glaube ich, die Saison 2007, 2008, die erste Magitex-Serie. Oder 2008, 2009, irgendwie sowas. Und dann kam ich auch auf den Trichter, es gibt auch Sammelkarten. Und dann fing das alles so an, habe ich gesammelt, ich sammle immer noch, ich liebe es zu sammeln. Ich werde auch in den nächsten Jahren definitiv noch weiter sammeln. Ich werde mein ganzes Leben sammeln. Und ich würde sagen, sollen wir das heute alles öffnen in diesem Video? Ich würde sagen, ja. Das ist heute mal ein langes Mail-Day-Video. Ich hole einfach mal alles raus. Hier haben wir noch eine rote Kiste. Oh yeah, da steht United Alltag Booster 12, 13, 14 Packs United Best. Also, der Pedro hat sich hier wahrscheinlich mehrere Stunden hingesetzt und den ganzen Booster erstellt. Das Paket ist leer.
Also richtig, richtig heftig. Fettes, fettes Dankeschön an dich, Pedro. Und ich würde sagen, ich ordne erstmal hier. 18. 18. Hier ist ein bisschen verschwommen. 9. Ach, ich öffne einfach so, wie es hier kommt. Ich ordne jetzt nicht nach Nummern. Ich öffne hier erstmal. Okay, als letztes öffnen. Okay, dann öffne ich es als letztes. Da steht extra drauf, als letztes öffnen. Das packe ich mal hier rechts hin. Ich fange einfach an hier mit dem Booster 19. Ich möchte jetzt nicht alles zusammensuchen. Oder Booster 7, Booster 2, Booster 3, Booster 5. Okay, hier ist es halbwegs noch geordnet, weil natürlich vom Transport ist es ein bisschen verrutscht und so weiter. United Attacks Booster 2. Ich fange einfach damit mal an. Gucken, was hier so drin ist. Hier haben wir Euro 2016 Kärtchen. Der ganze Müll kommt zurück ins Paket. Hier haben wir Euro 2016 Kärtchen. Starspieler Huntelaar, Bakary Sagna, Christian Eriksen, Jerome Boateng und Johan Gurguf. Ja, Wolski packe ich mal hier so am Rand hin. Booster 3. Geht es weiter mit Champions League-Kärtchen. Coole Sache. Cedric Kanté, Sidney Govou, Christoph Moritz und Alex, Starspieler von Spartak Moskau. Eine Karte, okay. Eine Karte ist hier in dem Booster. WM 2010, das sehe ich jetzt schon. Südafrika. Wen haben wir da? Da haben wir Angel Di Maria. Jawolski. So, der Müll kommt wieder da unten ins Paket. Booster 5. Booster 1 haben wir jetzt hier irgendwie noch ausgelassen. Das scheint wahrscheinlich noch irgendwo versteckt zu sein. Timo Gebhardt, Dembaba und Stefan Kießling. Hattrick Gold von der orangenen Magitex-Serie. 5 Karten, also etwas kleinere Kärtchen. Vielleicht sind es Rewe-Kärtchen. Wer weiß, wer weiß. Ne, okay, das sind Sticker. Das sind Sticker der Euro 2016. Coole Sache. Hakim Ziyech, Belgien-Duo, Griezmann-Duo mit Giroud. Frankreich natürlich, Baines. Und dann noch WM 2014, Brasilien. Also ist alles bunt gemischt hier. Booster 7. Booster 7. Booster 7. Da haben wir... Was ist das? Was ist das? Ich glaube, das sind solche Edeka-Kärtchen. Ja, entdecke Brasilien, entdecke Brasilien. Ja, hatte ich recht gehabt. Ich glaube, dazu hatte ich auch mal ein Video gebracht. Die gehe ich jetzt einfach mal hier ganz schnell durch. Ein Sticker sind auch noch dabei. So, kommt da auf dem Stapel 20 Karten. Also es gibt hier richtig viele PAX United Booster. Oder United Attacks, besser gesagt. Okay, die kenne ich jetzt gar nicht, oder? Doch, die sind auch von Edeka, glaube ich. Ja, die gleiche Serie. Ecuador, Südkorea. Ich glaube, die gab es zur WM 2014. Ich glaube, es ist es nicht. Ich meine, ich weiß es. Weil entdecke Brasilien natürlich die WM 2014. Fand in Brasilien statt. Deutschland Weltmeister, ihr wisst es, Götze das Tor. Denk mal, das muss ich nicht nochmal jetzt hier erwähnen. Booster 9. Haben wir die grüne Magitex-Serie. Ibertsberger, Forza, Christian, Tresch, Hasebe, Ovo Mojela, Löwe, Zalai, Timo Schürk, Toni Kroos und Frank Ribery. PAX United Attacks oder United Attacks, wie gesagt, Booster 10. Gibt es nochmal die grüne Magitex-Serie. Jurado, Holtby, Kacha, Bobadilla, Mancian, Papastadopoulos, Sokrates, das ist der heutige Dortmunder und Roman Neustädter. Und jetzt gehe ich einfach mal nicht nach der Reihenfolge, sondern ich habe hier einfach Booster 16. In dem sich nur Starkarten befinden, nur Powerkarten von der
schwarzen Magitek-Serie. Götze, München-Logo, Olic, Bender, Matchwinner, Huntela und neben Subotic als limitierte Karte. Und wir nähern uns so langsam, aber wirklich ganz langsam, Leute, dem Ende. Hier haben wir National Geographic Kids von Aldi, von Panini. Hier haben wir so ein Findet Nemo. Findet Nemo. Immer wenn ich diesen Fisch sehe, denke ich an Findet Nemo. Und hier hinten haben wir ihn nochmal. Also coole Sticker. Ich habe das Album gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es solche Serien gibt. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Ozeane der Welt. Alles klar. Die gehe ich einfach mal ganz im Schnelldurchlauf durch. Hier Rotes Meer und Indischer Ozean. Ein Ambude Defuf. Defuf, aber irgendwie so Riesen-Google-Fisch. Und so weiter und so fort. Ich will das Video jetzt auch nicht, wie Ben Masterful sagen würde, künstlich in die Länge ziehen. WM 2014, Road to Adrenalin XL, Wayne Rooney Master, Fans Favorite Eriksen und Master Edison Cavani. Und hier haben wir den ersten Booster, den ich vorhin nicht gesehen hatte. Gucken, was wir da so drin haben. Star Wars Kärtchen. Von welcher Star Wars Serie? Ich weiß es nicht. Mit Star Wars kenne ich mich nicht so gut aus. Tuskenräuber, Sternenzerstörer, Königin Amidala und Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn vs. Darth Maul. Duell der Macht. Oh yeah. Jetzt kommen wir hier zum großen Paket. Zum großen Booster. Und da haben wir... Ich glaube, das sind wilde Karten, wilde Kerle-Karten. Da kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Wilde Kerle habe ich früher nur den ersten Teil gesehen. Der dicke Michi. Den jetzt, die Lokomotive. Ha! Alf, also wenn Ben Masterful das sieht, liebe Grüße an dich. Denitz, er nennt mich ja immer Denitz. Denitz. Fettauge, okay, was sind das denn für Kärtchen? Dampfwalze. Da geht auch ein Gruß an Dampfriese raus. So, Packs United Booster 18 haben wir hier noch, so ein kleiner Booster. Mit dieser Sticker-Serie, die hier ganz viele Sticker über, ich schätze mal über 30 Stück definitiv. Also Dankeschön. Definitiv kann ich mit allen Karten, denke ich mal, was anfangen. Mit den Stickern muss ich schauen, ob ich das Album noch irgendwo herbekomme. Aber hier schon mal ein fettes Dankeschön. Und jetzt gibt es hier nochmal einen Batzen der schwarzen Serie. Und da kann ich schon sagen, die habe ich voll. Da brauche ich gar keine mehr. Deswegen gehe ich die einfach mal ganz schnell durch. Hier Bellarabi noch dazwischen. Wer hätte das gedacht? Daniel Carvajal hat natürlich früher in der Bundesliga gespielt. Heutzutage, ja, berühmt bei Real Madrid quasi geworden. Jinji Okazaki, geiler Stürmer. Definitiv. Und das waren die nächsten Kärtchen. Und wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Nochmal hier so ein dicker, fetter Booster von Pedro. Da haben wir Champions League Karten drin. Champions League Serie 12-13 und auch von dieser Serie habe ich alle komplett. Aber das macht ja nichts. Goalstopper. Dann haben wir hier Nani, Manchester United noch aktiv. Wen haben wir noch? Rubinho. Den Typen habe ich früher sowas von geliebt. Der war so göttlich. Ohne Spaß. Alexis Sanchez hier bei Barca noch natürlich vor 4 Jahren, Alex Song, Mario Gomez beim FC Bayern München und so weiter und so fort. Und wir kommen jetzt hier noch zum roten Paket, zum roten Paket. Packs United Alltag 12, 13, 14. Also hier befinden sich nochmal drei Booster drin. Der Karton kann erstmal zur Seite, ist so ein Weihnachtskarton, oder? Hier mit einer Schneeflocke. Kommt erstmal auch zur Seite. Packs United Booster Alltag 13. Was versteht er denn unter Alltag, der Pedro? Also solche
Tier-Sticker von Edeka. Ja, 4 Sticker davon. Also 4 Sticker gibt es in einem Booster. Ich glaube, die hatte ich früher auch mal. Ich glaube, ein Video hatte ich davon gemacht. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber schon. Tada. Hier haben wir World to Euro 2016, World to WM 2016, World to Brasil, Van der Vaart, Evra, Ausschier, Chiellini, Götze, Hulk, Berami, Milner, Mesut Özil, Starspieler, Toni Kroos, Cleverley und Gerard Piqué. Und dann kommen wir zum letzten Booster, der letzte. Da haben wir nochmal die schwarze Serie. Ups, der Turm gibt. Leute, der Turm. Der Turm der Kärtchen. Der Turm der Kärtchen. Also hier schon mal ein fettes Dankeschön an dich, Pedro, für die ganzen Kärtchen. Sehr coole Sache. Marco Reus und Lewandowski. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr mir auch was zuschicken wollt, wenn ihr Teil der Mail der Serie, sage ich mal, sein wollt, dann checkt unten die Videobeschreibung ab. Da findet ihr meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben oder ihr könnt auch mit mir tauschen. Karten tauschen, kommt immer darauf an, welche Karten ihr habt, welche Karten ihr braucht und welche Karten mir fehlen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein paar Däumchen nach oben da. Wer noch nicht Abonnent des Kanals ist, kann einfach mal kostenlos unten auf dem Abonnier-Button klicken. Und dann verpasst ihr nichts mehr. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Tschüssikowski. Das nenne ich mal Fail, Leute. Kleiner Nachtrag. Natürlich gibt es hier noch den Spezialbooster. Als letztes Öffnen habe ich extra zur Seite gepackt. Aber dann war dieser Booster zu weit seitlich, sage ich mal. Dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Deswegen gibt es hier noch eine Lego-Figur. Sehr coole Sache. Ich glaube, das ist Boba Fett. Kann das sein? Star Wars Serie. Sehr geil. Lego. Ich will ja auch in Zukunft immer mal öfters ein bisschen Lego öffnen. Kommt drauf an, was. Weil Lego ist ziemlich teuer, deswegen kann ich es nicht jede Woche machen. Vielleicht einmal im Monat, wer weiß. Lasst euch da überraschen. Auf jeden Fall bin ich jetzt raus. Ihr habt eigentlich die Abmoderation eben schon gehört. Aber ein kleiner Nachtrag gibt es hier nochmal natürlich. Den Spezialbooster mit der Lego-Figur. Sehr cool. Ich hab gedacht, da ist eine Zockerstars-Figur drin. Aber nein, heute gibt es mal eine Lego-Figur. Auch sehr cool. Also fettes Dankeschön an Pedro. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Tschüssi.